Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial. Und zwar möchte ich in dem Tutorial euch zeigen, erstens PlayStation 5 mit Discord verbinden, zweitens, wie wir es dann danach benutzen können. Bei erstens werde ich euch beide Möglichkeiten zeigen, wie ihr Discord und PlayStation verknüpfen könnt. Einmal, wenn ihr nur ein Handy habt und einmal, wenn euch auch ein PC zur Verfügung steht. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir auch gleich mal an. Ich habe mal hier mein Aufnahmeprogramm angemacht. Und ich habe auch schon gehen wir nochmal ganz von vorne an, auf Einstellungen, Benutzer und Konten. So, und da genehmigte Apps, verknüpft. Hier ist es nicht drin. So, wir können die Verknüpfung auch hier komplett aufheben jetzt. Ja. So, ich bin jetzt hier nicht verknüpft. Wir gehen jetzt hier auf Discord. Also ein Punkt drüber bei verknüpfte Services, Discord. Konto verknüpfen. Akzeptieren und fortfahren. Und dann seht ihr hier einen QR-Code. Den werde ich wahrscheinlich dann verpixeln. Und auf der rechten Seite einen Buchstabencode, den werde ich wahrscheinlich auch verpixeln. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal, wir können das mit dem Handy scannen. Und einmal am PC eingeben, den Code. Wir werden jetzt erstmal die Variante mit PC machen. Ja, da müsst ihr dann, wie es hier steht, hier, bei erstens discord.com/activate. Das habe ich hier auch schon aufgemacht. So. Ich habe mich auch am PC, also im Browser. Wenn ich da normalerweise auf Discord gehe, komme ich zu meinem Discord. Da habe ich mich auch ausgeloggt, dass dieses Feld kommt. Wenn ihr am Browser schon im Discord drinne wart, in eurem Raum oder in anderen Discords von Freunden oder was weiß ich, dann kommt dieses Anmeldefeld logischerweise nicht mehr. Dann kommt gleich das Passwort eingeben. So, wir werden mal hier uns verbinden. Dann kommt nämlich diese achtstellige Verbindung. Ich bin jetzt eingeloggt, dann kann ich euch das mal zeigen, wie das aussieht. So, wir machen jetzt einfach mal discord.com. So, und dann Open Discord. Und hier ist halt meine Discords alle drin. Also ich bin angemeldet. Das könnt ihr als erstes testen. Ihr geht einfach auf discord.com und dann Open. Wenn da steht Anmelden, dann steht Anmelden da. So, dann kommt ihr da rein. Wir können uns nochmal abmelden, wie das dann aussieht. Abmelden. So, wir gehen nochmal auf discord.com. Dann sieht das nämlich so aus. So, und da steht dann hier oben nämlich Login. Und dann loggt ihr euch einfach ein. Dann seht ihr, dann seid ihr bei euch. Und dann funktioniert auch die Activate-Seite. So, wenn das natürlich ihr hier nicht abmelden. Yes. So, wenn das natürlich nicht so ist, dann kommt auch nicht dieser achtstellige Code, sondern anmelden. Da werden wir uns anmelden und dann geben wir den achtstelligen Code ein. Den gucken wir uns mal an. So, das ist V2BC. Quatsch. Na. Und die anderen Zahlen sage ich jetzt nicht. Und dann sagen wir Enter und dann kommt halt dieses Feld. Autorisieren. Du bist bereit. Fertig. Dann müssen wir kurz eine Ladezeit abwarten und dann kommen wir automatisch zu unserem Discord. So. Und auf der PlayStation erscheint dann natürlich dieses hier. Kann man auf weitere Infos drücken, wenn man das möchte. Da wird dann auch nochmal erklärt, wo Discord dann auftaucht und welches Symbol. Wir können auf Schließen gehen.
So, und dann sind wir bei diesem Feld. Wenn ihr hier aus Versehen zu weit rausgegangen seid, ist es kein Problem. Solange bei nach dem Code eingeben bei genehmigte Apps Discord verknüpft steht, ist alles kein Problem. Dann geht ihr auf verknüpfte Services und da ist es verknüpft. Ja, falls es nicht verknüpft ist, Verknüpfung aufheben. So. Da. Und dann können wir das Konto verknüpfen, akzeptieren und fortfahren. Und dann müssen wir das halt wieder machen. So, jetzt machen wir das Gleiche, aber mit einem Handy. So, das Verbinden mit dem Handy hat gerade ein bisschen rumgespackt. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt mit dem Handy verbunden. Und dann habe ich hier vorne, da, das ist meine Scan-App. Da gehe ich einfach drauf, sieht dann so aus. Gehe hier rauf, scanne das, komme in meinen Discord. Wie ihr seht. Eigentlich sollte er jetzt hier gleich verbunden sein. Dann gehen wir nochmal rauf. Jetzt hat er geklappt. Ihr seht, klappt nicht immer alles beim ersten Mal. Und auch hier seht ihr verbunden, also PlayStation Network. Dann einfach nach unten scrollen und autorisieren. Schließen und schon sind wir mit Discord verbunden. Könnt ihr einmal zurückgehen. Ja, schließen. So, wir sind automatisch verbunden. Und schon ist das Grundlegende erstmal erfüllt. Wir haben unser PlayStation-Konto mit Discord verbunden. Fertig. Jetzt wollen wir Discord aber benutzen. So, dann gehen wir erstmal in den Browser. So, ich gebe mir mal in einen Raum. Ich gehe mal in die Laberecke. So, jetzt funktioniert das wieder. Mir ist gerade der Discord ein bisschen über den Browser abgekackt, aber er läuft halt gerade vier gleichzeitig. So, und wie gesagt, das ist nicht die Discord-App, was wir jetzt gerade haben. Wir haben jetzt hier Discord ganz normal auf dem PC im Browser geöffnet. Und ich bin dann in einen Raum reingegangen und dann drücken wir einfach hier Rechtsklick auf unseren Icon hier. Ne, Quatsch, Laberecke muss ich drücken. Entschuldigung, Laberecke, Rechtsklick. Bei euch heißt der Raum halt anders. Ich habe mit Xbox verbunden und PlayStation und wir sagen natürlich nicht Xbox, wir wollen PlayStation. So, und dann wählen wir hier die PS5 aus. Die ist auch schon, ist die einzige, die ich drin habe. Sprachübertragung starten. So, und ihr seht das hier alles noch? Wir können das auch gleich alles ausmachen. So. Discord-Chat. Also ganz normal im Menü einfach nur die PlayStation-Taste drücken. So. Dann seht ihr Laberecke, Discord, Sprachchat. Das ist gleich das Erste. Hier kommen die ganzen anderen Informationen. Ja, also ihr braucht hier nirgendwo rumsuchen, ihr werdet es hier nicht finden. Ihr müsst einfach nur PlayStation-Taste, dann geht ihr darauf, so wie bei der Party. Und dann könnt ihr hier einstellen, Laberecke, und wir können es auch verlassen, wenn wir wollen. Laberecke, ja, Einstellung, hier können wir dann auch wieder, wie von einer normalen PlayStation-Party einstellen, mehr Spiel. Mehr Leute hören oder mehr, dass die Leute lauter sind. Alle stumm schalten. Da können wir dann natürlich alle stumm schalten. Sprachchat-Einstellungen. Da kommen wir dann halt zum Mikrofon, Sprachchat. Also ganz normal, wie halt von der Party halt her auch kennt. Ja. So. Profil anzeigen. So. Wir sind jetzt auch nicht stumm geschalten. Kann mich auch stumm schalten, ganz normal. Also hat nichts mit PC zu tun, es ist alles jetzt hier. Und wird auch das Mikrofon praktisch vom Controller benutzt. Nicht jetzt am PC. PC hat gar nichts damit zu tun. Wir haben am PC nur gesagt, wo wir hinwollen.
also Laberecke, so wie es da steht, und haben dieses dann zur PlayStation geschickt. So, wir können dann auch sagen, hier verlassen. So. Dann ist das auch hier, wenn wir hier wieder raufklicken, logischerweise weg, weil ist nicht mehr da. So. Und hier sind wir dann auch raus. Das könnt ihr dann aber eigentlich auch schließen. Das kann ich euch auch mal zeigen. So. Weil viele mal denken, das muss man auflassen. So. Da habt ihr oben gesehen, da kam dann die Nachricht. Da können wir auch die PlayStation-Taste drücken. Discord-Sprachchat. So, Mikrofon ist stumm. Wir haben jetzt praktisch den Sprachchat hier laufen. So, da ist er. Und wir können aber auch hier... War das hier bei Party mit drin? Ja, bei Party hier können wir auch jederzeit wieder rein. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja, und damit ihr seht, dass das auch alles so ist. Also wie gesagt, ihr seht, ich bin hier noch drin. Jetzt schließen wir das einfach. Und ihr seht, wir sind immer noch drin. Wir könnten, weil es hat nichts mehr mit Discord am Browser App irgendwas zu tun. Ist jetzt alles auf der PlayStation. Also könnt ihr ganz in Ruhe ruhig ausmachen. Ihr müsst nicht mit Handy, mit Headset da sitzen und über euer oder unter euer Headset machen. So. Und wir können das jetzt auch wieder verlassen. So. Jetzt haben wir die nächste Möglichkeit. Wenn ihr die Discord-App bzw. Software auf dem PC installiert habt, die ist jetzt hier. Wir gehen aber mal nochmal hier. So. Seht ihr? Ist wieder weg. So. Und hier gehen wir auch ganz einfach in meinen Raum. Gehen in die Laberecke. Wo habe ich sie denn jetzt wieder? Laberecke. Da sind wir in der Laberecke. Ja, hier bin ich drin. Und ich drücke dann einfach hier bei Laberecke. Rechtsklick. Übertragen zur PlayStation. Ja. Und da oben ist schon erkannt. Kann nicht beitreten, warum nicht? Ah, da hat es geklappt. Bestimmt, weil wir Discord gerade über den Browser hatten, geschlossen haben, kam ein bisschen durcheinander. Und auch hier wieder ganz genau das gleiche. Ja, PlayStation-Taste drücken, dann ist es natürlich gleich hier. Oder PlayStation-Taste drücken und dann hier oben unten geht er auf Gamebase. Party. Da. Wir könnten natürlich jetzt von der PlayStation aus keinen einladen. Weil es ist ja nicht Party, wo ihr auf eure PlayStation-Freunde zugreifen könnt. Es ist was ganz anderes. Es ist halt Discord. Ihr müsst dann halt praktisch hier im Discord die Leute hinschicken. Nicht. Ach, Mann, ey, das mit der Kamera nervt. So. Ihr müsst dann halt praktisch hier... Mann. Da habt ihr dann noch so Männekicken mit Einladung senden, zack. Dann könnt ihr Leute einladen. Ja? Das läuft alles hier im Discord ab. Aber auch jetzt... Ich gehe extra mal hier unten rauf, damit ihr das seht. Discord, Rechtsklick, Quit. Ich habe jetzt kein Discord mehr laufen. Es läuft auf dem PC kein Discord. Aber wir haben immer noch... Discord hier und können quatschen. Also ihr müsst es, wie gesagt, nicht parallel irgendwo laufen lassen. Haben immer viele gedacht, ist aber nicht so. So... Verlassen. Jetzt kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Und zwar, ihr habt kein PC zur Hand, wollt es aber auch so nutzen. Wie es mit dem Handy funktioniert, habe ich euch ja schon gezeigt. Können wir aber auch alles gerne jetzt hier nochmal machen. Machen wir mal komplett. So.
Wir gehen hier wieder Benutzer und Konten. Connected Services. Ja, Verbindung aufheben. So, kein Discord mehr da. Auch bei Genehmigte der App ist kein Discord. Ja, seht ihr. Wir gehen auf Discord. So, und dann wollen wir jetzt den QR-Code scannen. Zack. So wie eben auch. Zack. Zack. Und dann, aber ich habe die Discord-App ja schon auf. Ja, also praktisch. Wo ist sie? Da. Die habe ich ja auf dem Handy installiert und angemeldet. Dann funktioniert das gleich so. So. Und auch hier, ihr seht es ja, wo ich auf der rechten Seite. So, ich gehe in meinen Raum, gehe in die Laberecke, Sprachchat beitreten. So, jetzt bin ich hier drin. Ja, ich kann euch auch zeigen, dass ich da bin. Seht ihr das? Es ist jetzt hier nicht aufgenommen oder so. Zack. Und jetzt wollen wir das praktisch. Also ich zeige es euch nochmal. Ja? Also ist wirklich alles so. Und jetzt wollen wir das praktisch zur PlayStation schicken. Dann einfach mit dem Finger nach oben wischen. Ja, so. Also erstmal so, dass ihr die Icons seht. Und dann nach oben wischen. Nach. Also hier unten. Diese schwarze Leiste. Ja, die einmal raufdrücken und da müsst ihr gedrückt halten. So. Und. Weil hier, ihr seht da meinen Finger nicht. Und dann hoch swipen. Fertig. Und da habt ihr auch hier oben da den Punkt. Also ihr müsst praktisch auf dieser Leiste raufdrücken und nach oben swipen. Ich zeige es euch nochmal. Einmal drücken und dann swipe. So, wartet. Müssen wir kurz warten, bis es weg ist. So. Ich zeige es euch nochmal richtig, wie ich es mache. So, und dann einfach nach oben swipen. Ihr müsst dann nicht gedrückt halten oder so, einfach nur kurz rauf, zack. Und dann müsst ihr hier auf PlayStation übertragen. So, jetzt aber. So, jetzt seht ihr da unten. So. Sprachchat anzeigen. Und es ist genau das gleiche wieder. Und wir sind jetzt hier noch drinne. Seht ihr ja hier? Und jetzt kann ich ganz normal raus und kann auch. Ach Gott, wo waren das jetzt wieder hier? Ich benutze Discord auf dem Handy so selten. Ach, oben bei Einstellungen war es, glaube ich. So. Und da. Abmelden. Abmelden, damit ihr seht, dass er doch wirklich funktioniert. So, ich bin auf Discord, wie ihr seht. Anmelden, registrieren. Die App ist bei mir jetzt. Ich kann auch nochmal hier alles schließen. Ja. Die App läuft definitiv. Achso, jetzt habe ich aus Versehen. Wenn ich alles schließe, schließe ich das ja natürlich auch. So. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Discord klicke, seht ihr, ich bin wirklich nicht angemeldet. Ja. Momentan, ich habe mir ja gerade Disconnect gemacht. Aber ich bin hier immer noch in der Laberecke. Kann Mikrofon an- und ausdrücken, kann quatschen. PlayStation-Taste, Gamebase, Party, fertig. Alles kein Hexenwerk. Verlassen. So, und jetzt ist es natürlich auch wieder überall weg. Wie ihr seht. Das war's auch schon. Mehr ist da eigentlich nicht zu beachten. Ihr müsst, also ihr könnt anmelden praktisch über einen Browser, also die Verknüpfung erstmal herstellen bei der PlayStation über einen Browser.
über die App am Handy oder die App am PC, beziehungsweise wenn Discord installiert ist. Was er macht, ist vollkommen egal. Und wenn die Verknüpfung hergestellt ist, dann könnt ihr auch auf sämtlichen Geräten, die euch zur Verfügung stehen und ihr Discord drauf habt, jederzeit irgendwo in den Discord rein. Und das habe ich euch am Browser gezeigt, ich habe es euch über die Software gezeigt und am Handy. Tablet brauche ich euch nicht zeigen, da ist es das gleiche wie am Handy. Und da einfach schicken zur PlayStation oder halt Xbox, geht es ja auch. Und dann ist es da. Und dann könnt ihr die App, den Browser oder auch die Discord-Software, die ihr auf dem PC laufen habt, komplett ausmachen. Die braucht ihr denn nicht mehr. Weil ihr habt ja Discord zur PlayStation geschickt. Das muss nicht parallel laufen. Also ihr müsst auch nicht dann mit dem Handy, mit Headset und doppelt und was weiß ich machen oder irgend so ein Blödsinn. Nein, es ist dann direkt auf der PlayStation. Ihr könnt aber natürlich keinen PlayStation-Freund direkt da einladen. Dafür braucht er dann natürlich wieder das Handy, dass er in den Raum geht oder den Raum anklickt und sagt, Leute einladen. Und dann kommen die dazu, oder wenn die euch ja sowieso schon haben und euren Discord bei sich hinterlegt haben, dann kommen die zu euch hin und fertig ist. Aber jetzt kommt noch ein Aber, also das ist an sich eigentlich ganz einfach. Aber es gibt noch eine Sache, die ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr... Ihr seht ja, hier sind meine Räume. Und ich habe ja auch Räume, die hier abgeschlossen sind. Bei mir passiert es jetzt nicht, aber, oder vielleicht passiert es bei mir auch, ich weiß es nicht, werden wir gleich mal sehen. So, ich schicke das zur PlayStation. Ja. So. So, und ihr seht, Discord ist wieder auf der PlayStation vorhanden. Ich kann auch hier Mikrofon wegnehmen. So, und kann quatschen. Alles überhaupt kein Problem. Wenn ihr aber bei einem Kumpel seid und ihr habt ja einen abgeschlossenen Raum oder mehrere Räume, die für alle möglichen Leute sind, aber wenn ihr dann halt streamen wollt oder unter euch sein wollt, habt dann einen Raum, der wie bei mir hier geschützt ist mit einem Schloss, wo halt bestimmte Gruppen reinkommen, also bestimmte Ränge. Ja, also die nur für Administratoren, nur für Mods oder einfach nur für zwei bestimmte Leute, die da einfach ihre Ruhe haben wollen. Gibt's ja alles. Dann könnt ihr das nicht gleich einfach in irgendeinen Raum und dann zur PlayStation schicken und dann schiebt der Kumpel euch so im Stream quatschen, zack, da ist es beendet. Weil Laberecke, ihr seid ja nicht mehr in der Laberecke, das ist weg. Da, seht ihr? Ihr müsst dann in die Laberecke gehen. Also so ist es bei mir halt. Bei mir heißt es halt Laberecke. Ihr geht dann in den Raum, wo ihr euch verabredet habt oder was weiß ich. Wenn ihr da schon, also hier mit dem Schloss, ja, könnt ihr da direkt reingehen. Bestätigen. So. Dann könnt ihr rüberschicken. Wenn ihr aber bei einem Freund seid, wo ihr euch in einen Raum ausmacht, wo sich alle treffen und dann werdet ihr runtergezogen in diesen verschlossenen Raum. Dann geht ihr in den Raum, wo ihr euch verabredet habt. Und dann lasst ihr Quatsch da mit den Leuten. Und wenn sie sagen, wir ziehen euch dann runter, dann wartet da so lange ab, bis ihr dann in dem Raum seid. So, jetzt sind wir da. Das ist der abgeschlossene Raum. Und da sagt er dann, zur PlayStation schicken. Ja. Und dann seid ihr wieder da. Das ist aber nicht nur bei abgeschlossenen Räumen. Ich zeige euch das nochmal. So,
Jetzt ist der Chat bei der PlayStation wieder. So. Das ist nicht nur bei den abgeschlossenen Räumen. Ihr seht ja, die sind hier alle nicht abgeschlossen. Ja, 1:1, gemeinsam zocken. Sobald ihr den Raum hier wechselt, oh nee, das ist neu. Das war vorher nicht, da ist man immer rausgeflogen. Gut, dann haben sie das verbessert, das ist schon mal positiv. Aber ihr seht, mit diesen abgeschlossenen Räumen, und davon gibt es bestimmt einige, die sowas haben, da müsst ihr dann wirklich warten, bis ihr in diesem abgeschlossenen Raum seid. Und dann erst zur PlayStation schicken. Ihr könnt natürlich erstmal in den Treffpunkt gehen und wenn ihr euch da erstmal alle trefft und quatscht, aber müsst die Leute dann hinweisen, ey, ich werde dann bestimmt rausgeschmissen, weil ich quatsch gerade an der PlayStation. Dann trennt die Verbindung hier zur PlayStation. So, dann einfach Verbindung verlassen. So, dann geht ihr wieder rein. Sagt ihm halt Bescheid, dass ihr die Verbindung trennt und gleich wiederkommt und dass er euch dann in den Raum ziehen soll. Dann geht ihr rein, wartet bis ihr in dem Raum seid und dann sagt ihr zur PlayStation schicken. Und da ist es schon wieder. Ja, alles überhaupt kein Problem. Zweitens, was noch ein Problem sein kann, in diesen abgeschlossenen Räumen, wenn ihr da keine Rechte da habt, also dass ihr da alleine hinkommt, weil ihr müsst ja da reingezogen werden, dann kann es auch sein, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade momentan aussieht, normalerweise ist man auch, wenn man hier einfach die Räume wechselt hat, auch rausgeflogen. Das ist mir gerade aufgefallen, das ist nicht mehr so. Die arbeiten ja auch ständig daran. Wenn es ist, sein sollte, dass ihr, wenn ihr hier reingezogen werdet und das dann zur PlayStation schickt, rausfliegt, dann kann es daran liegen, dass ihr für diesen Raum nicht die passende Rolle habt. Das heißt, sagen wir mal, der Raum ist nur für Mods. Ihr seid kein Mod, ihr seid ein normaler User, ihr werdet hier reingezogen. Ihr könnt dann da zwar drinnen sein, weil ihr reingezogen wurdet, aber sobald ihr das zur PlayStation schickt, plupp, werdet ihr gekickt. Deswegen habe ich bei mir extra noch eine Kategorie erstellt, wie habe ich sie genannt, zusammen zocken. Und dann die Leute, mit denen ich zusammen zocke, die kriegen dann halt nicht nur die Rolle Mod oder was weiß ich für eine Rolle, die kriegen dann auch die Rolle zusammen zocken. Und dann können sie nämlich hier auch in den Raum und können den Raum sehen. Ja? Und in den Regeln vom Raum habe ich gesagt, welche Leute darin können. Mods und zusammen zocken. Mods, Admins und die Rolle haben, zusammen zocken. Die dürfen in den Raum. Und wer den Raum bearbeiten darf, natürlich nur der Admin und alle anderen nicht. Logischerweise. Das kann man alles im Discord einstellen. Aber ihr wollt ja nur, das führt denn zu weit. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr euch da nicht wundert. Wenn ihr dann rausfliegt, dann habt ihr nicht die Rolle. Es kann sein, dass sie das mittlerweile geändert haben, dass ihr dann rein könnt und das auch zur PlayStation schicken könnt. Aber wenn es halt, wie gesagt, nicht klappt und ihr rausfliegt, also die Verbindung unterbrochen wird, dann liegt es daran, dass ihr hier keine Berechtigung habt, in diesem Raum zu sein. Dann muss der dann halt euch kurzzeitig die Berechtigung geben, dass ihr da rein könnt. Oder halt eine Gruppe machen oder hier eine Gruppe bei Einstellung zum Raum dazufügen, wer da rein darf, Gruppe. Zusammen zocken zum Beispiel und da euch reinpacken und genehmigen, dass ihr da rein dürft. Das kann halt sein. Aber in die ganz normalen Räume, da ist halt kein Problem. Ja? Können wir Discord auch wieder schließen. Gut. So. Und das war auch das ganze Hexenwerk eigentlich. Benutzer und Konten, verknüpfte Services. Hier sind auch schon viele Sachen nach und nach
weg, logischerweise. Wir hatten da auch mal Twitter drinne, wir hatten Facebook drinne. Facebook ging zuerst weg vor ein paar Jahren, schon bei PS4. Twitter jetzt, weil das ja Geld jetzt kostet, dass man das verknüpft hat und dass man da dann halt Sachen verlinken kann. Twitch bin ich gerade nicht angemeldet, YouTube logischerweise. Ja? Und genehmigte Services gibt es momentan, soweit ich weiß, nur eins, was da drinne steht, und das ist Discord. Alle anderen stehen dann nur hier drinne. Oder Twitch da auch? Weiß ich nicht. Ich glaube Twitch nicht. Also ist das einzige momentan Discord. Wir hoffen ja, wie gesagt, auf ein Update, dass man das dann halt Discord direkt in der PlayStation hat und dort starten kann, in den Raum geht, wo man rein will, und dass man da vielleicht auch Nachrichten lesen kann im Discord, wäre auch ganz cool. Aber halt wenigstens in den Raum rein gehen und dass man das dann halt nicht immer hinschicken muss. Aber es funktioniert, geht bei der Xbox eigentlich genauso. Aber da kann man jetzt mittlerweile direkt schon bei der Xbox Discord starten. Aber mal gucken, wann wir es kriegen. So, das soll es soweit auch dazu gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch auch in der Infobox Videos verlinken, wie ihr an der PlayStation 5 und am Router den DNS-Server ändern könnt. Das ist sehr wichtig für die PlayStation, weil PlayStation da irgendwie Probleme hat. Siehe God of War Ragnarök DLC, was viele nicht runterladen konnten, hatte ich keine Probleme mit, weil ich habe mein DNS geändert. Und seit ich das gemacht habe, ich habe den, was laut Internet und vielen Foren der beste Gaming-Server sein soll, habe ich eingestellt. Ich hatte vorher Google drin und habe jetzt überhaupt keine Probleme. Jetzt läuft das wunderbar. Aber wie gesagt, um in die Infobox gucken. Ich bin jetzt weg. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Über Feedback bin ich dankbar. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.